Zucki, 1:1 im Spitzenspiel gegen Braunschweig. Wie hast du die Partie erlebt? Bist du jetzt ein bisschen enttäuscht darüber, dass es zu Hause wieder nicht zum Sieg gereicht hat? Ja klar, wir sind alle enttäuscht. Wir wollten einen Sieg und wir haben die ersten 20 Minuten haben wir komplett verschlafen bis zum Tor und dann sind wir aufgewacht, haben wunder nach vorne gespielt, mehr in die Räume, haben uns mehr zugetraut und das 2:0 wollte nicht fallen. Auf dem Papier sieht es natürlich irgendwie ungewöhnlich aus. Zu Hause alles gewonnen, auswärts alles gewonnen, zu Hause eben bisher nur ein Sieg. Gibt es dafür irgendeine Erklärung? Nein, ich kann es nicht erklären. Letzte Woche der erste Einsatz halbe Stunde, heute gleich von Anfang an. Wann hast du erfahren, dass du in der Startformation stehst? Also es war noch kurzfristiger als jetzt am Donnerstag in Bochum. Und zwar beim Torschuss, 2-3 Minuten vor dem Spiel, hat der Mimun sich leider verletzt. Und dann ist der Co-Trainer zu mir gekommen, hat gesagt, ich soll mich langsam aufwärmen. Aus dem Langsamen wurde dann direkt etwas schneller, dass er nicht spielen kann. Und so stand ich dann 3-4 Minuten später in der Startelf. Erste Mal Startelf, zu Hause auf dem Betzenberg, wie war's? Ja, wie am Donnerstag auch schon. Das sind Momente, auf die habe ich ein Leben lang hingearbeitet, vor dem Publikum in dem Stadion mal zu spielen. Und das ist, wie gesagt, das sind Situationen und Momente, die ich niemals vergessen werde, natürlich unbeschreiblich.